So, und da bin ich wieder. Kann man hier hoch? Jo, hier kann man hoch. Und Falli, komischerweise beim K&K bei mir hier in der Ecke, also dem Laden, gibt es leider in letzter Zeit keine Brezeln mehr. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ständig ausverkauft. Leider. Deswegen, ich habe keine Brezeln. Dafür habe ich Energies. Jede Menge Dosen. Ich habe die hier ist zwar schon gleich leer, aber ich habe hier noch eine neben stehen. Ich glaube, die Dose kriege ich noch leer, bevor die andere warm wird. Ja, finde ich auch schade, dass es keine Brezel momentan gibt. Da ist noch ein Lagerfeuer. Durchmachen glaube ich nicht. So, wir haben einen Punkt, den wir nirgendwo investieren können. Okay. Können wir uns wieder umziehen? Nein. Ich will Lara mal normale Klamotten anziehen, statt sowas hier. So. Ab zum Lara-Feuer. Mehr ist hier nicht. Ich muss die Barrikade überwinden. Okay. Da, da haben wir's. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja, Lara, die Barrikade, die überwinden wir noch. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das auch voll? Ne, das ist nicht voll. Lara Feuer. Ich muss okay. Die Barrikade überwinden. Wenn ich es auf Deutsch aussprechen muss, dann Lara Feuer, okay. Ich muss die Barrikade überwinden. Okay, hat einer einen Plan, was ich machen muss? Okay, Lara wiederholt das nicht. Ich muss die Barrikade überwinden. Okay, wie überwinde ich die? Hier. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich glaube, ich muss die Barrikade überwinden. Eine spanische Galeone. Wie kommt die in diese Höhle? Gute Frage, also. Ich würde mich jetzt freuen, wenn Lara mal ihr Licht anmachen würde. Ja. Tretbares Floß. Alter, was hat Lara für eine Wucht in ihrem Fuß? Hat diese Galeone auch einen Namen? Steht das irgendwie hinten? Ich muss auf einen anderen Bildschirm gucken, denn mein Hauptmonitor ist jetzt gefühlt fast alles schwarz. Weil ich werde hier direkt angeleuchtet oder blendet ein bisschen und wirkt dann ein bisschen dunkler. Auf dem OBS-Bildschirm
geht das noch? Also da sind noch normal zu sehen. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Okay, wahrscheinlich so. Das Falconet ist in Stellung. Bleibt das jetzt so? Ja, ich muss zum Bug gelangen. Zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug gelangen. Komme ich hier auch durch? Bis zum Bug? Warte, da war was. Okay, wie gelange ich dahin? So könnte ich reinkommen. So. Hier sind die Katzenohren. Und Lia, hi. Wie geht's dir? Ich muss zum Bug gelangen. Hä? Ja, ich muss jetzt erstmal irgendwie rausfinden, wie ich das hier... Ich muss zum Bug gelangen. Wie ich das jetzt löse. Ich muss zum Bug gelangen. Wie komme ich zum Bug? Ja, freut mich, dass es dir gefällt mit den Katzenohren. Ich muss zum Bug gelangen. Ich glaube, das kann ich aufmachen, oder? Sicher, dass ich zum Bug muss? Ich glaube, Lara müsste mir mal sagen. Oh. Sauerstoff wird knapp. Es wäre schön, wenn Lara mir einen Hinweis geben würde, wo ich hin muss. Ah, du bist müde? Sorry, ich habe die eine Nachricht jetzt fast überlesen. So, da lang. Ach, da. Nee, doch nicht. Kann ich Lara irgendwie dazu bringen, dass sie mal die Taschenlampe anmacht? Ich muss zu der Kiste. Zu welcher Kiste jetzt? Mist, er rührt sich nicht. Okay, der klemmt ihn. Ich muss zu der Kiste. Nee, blind ist das nicht. Ich habe das schon mal gespielt gehabt, aber ist Jahre her bei mir. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein? Was für ein Baum jetzt, hä? Das ist Ewigkeiten her und ich habe das meiste eh vergessen. Ich muss zu der Kiste. Okay, ich muss zu der Kiste, weil der Kiste Bahn war. Da sagte sie, der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Der Baum muss frei sein. Welcher Baum? Ich frage mich auch, früher, in den alten Teilen hat sie auf jeden Fall nicht so viel gelabert und, hey. Ich glaube, das war ein Fehler.
Und hier labert sie so viel, jedes Mal, wenn ich diesen, ich nenne es jetzt mal, Adlerblick mache. Die Kiste vielleicht auch. Der Baum muss frei sein. Welcher Baum? Ich muss zu der Kiste. Okay, Kiste hier. Jetzt welcher Baum? Der Baum muss frei sein. Ich glaube, ich bin doof. Da komme ich nicht hoch. Der Baum muss frei sein. Rätsel allemal. Für mich auf jeden Fall. Stimmt. Die Kiste war mal ein Baum. Der Baum muss frei sein. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Bäume mehr dann. Der Baum muss frei sein. Warte mal, da hat was geleuchtet. Ich muss zu der Kiste. Ja, okay. Wir müssen zur Kiste. Und was machen wir da dann? Ich bin jetzt gerade ein bisschen doof. Der Baum muss frei sein. Damit kann ich nichts machen. Damit kann ich auch nichts machen. Der Baum muss frei sein. Muss ich hier rein? Jetzt macht sie endlich Licht an. Der Baum muss frei sein. Damit ich den Baum sehe, okay. Der Baum muss frei sein. Welcher Baum? Und jetzt hat sie das Licht wieder ausgemacht. Warum? Der Baum muss frei sein. Der hier, muss der wieder gedreht werden? Sind die Dinger vielleicht Sachen, die Baum genannt werden? Ne, noch weiter kann ich das auch nicht drehen. Ich fühle mich gerade ein bisschen doof. Der Baum muss frei sein. Ich würde gern verstehen, was ich machen muss. Lara, einen kleinen Hinweis mehr hätte ich gerne. Der Baum muss frei sein. So. Ich muss zu der Kiste. Ja, okay, zur Kiste. Jetzt sind wir an der Kiste.
Kann ich das jetzt drehen? Immer noch nicht, okay. Damit jetzt was machen? Nee. Warte mal, die andere Kiste hat sich ja auch bewegt. Warte mal, ich habe eine Idee. Auch wenn ich die eigentlich vorhin auch ausprobiert hatte, aber nicht weit genug gesprungen bin. Vielleicht muss das von hier irgendwie. Nee, von hier glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, wir müssten irgendwie an diese Kiste da hinspringen. Klettern kann sie wieder nicht. Kann sie? Nein, hier kommt sie aus dem Hof. Der Baum muss frei sein. Warte mal. Den jetzt abschneide. Okay, der zählt. Da kommen wir nicht dran. Okay. Das wäre zu schön gewesen. Kann ich das da aufmachen? Nein. Ich bin gerade doch ein bisschen doof. Jo, alles klar. Danke für den Lia. Und viel Spaß. Ich hoffe, das wird jetzt... Oh, warte mal, hier. Ich war doch doof. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu nervenaufreibend mit mir jetzt gerade. Wie doof ich mich anstelle. Moment, was es nicht auf Steam gibt. Ein Pack aus 23 Games, 80% off. Anstatt 4.484,70 € nur 897 € ins Game, von denen nur 195 €. Der Baum muss frei sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ist doch ein Schnapper, oder nicht? Der Baum muss frei sein. Ja. Komm ich da ran? Ja. Also, Wally, warum nicht direkt zugreifen? Baum ist zu weit draußen. Ich muss irgendwie auf die Masten klettern. Okay, die Dinger heißen Baum. Überlebe ich den Sprung hier runter? Ich muss irgendwie auf die Masten klettern. Ja, überlebt. Ich muss irgendwie auf die Masten klettern. Ah, ich muss anfangen, weil ich Streamer-YouTuber bin. Ich muss den Baum ausrichten. Ah, hier geht's weiter nach oben.
Ja, aber Falli, du bist auch selber Game Dev. Du musst doch deine Kollegen unterstützen, oder nicht? Ich muss den Baum ausrichten. Warum bin ich jetzt hier hochgeklettert? Ich muss den Baum ausrichten. Ah, okay. Da muss ich lang. Ach so. Du unterstützt ihn, indem du Werbung dafür machst. Okay. Perfekt, nice. Dann, alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mist, ich trage zu viel und kann nicht rennen. Wieso kommen immer wieder diese Tipps, die ich schon tausendmal gelesen habe? Ich muss den Baum ausrichten. Kann ich den hier jetzt ausrichten? Hier. Und dann die andere. Ich glaube, das muss in die Richtung. Okay, nice. Achso. Ich habe mich schon was sie für eine Knarre in ihrem Arm hat. So. Ich vermute, ich muss dahin. Ach so, erstmal das hier. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Ja, jetzt bin ich auch neugierig, was der gehortet hat. Ich muss in die Kabine. Echt jetzt, Lara labert echt zu viel. Notiz des Kapitäns, ein Brief. So, Gold. Und ein neuer Kuchenrezept. Atem des Kaiman 2. Halten Sie unter Zeit, Wasser das Schiff noch zu verlassen. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. San Cordova. Heißt so das Schiff? Endlich macht sie wieder Licht an, die Dame. Dann habe ich merken schon, wie das Schiff da hingekommen sein soll. Gab es da irgendwo mal einen Eingang oder sowas in diese Höhle? Und dann hat Mutter Natur gedacht, bauen wir hier mal alles zu? Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Zwei Fähigkeitspunkte haben wir. Was nehmen wir als nächstes? Den hier, würde ich sagen. Moment. Ach, da unten. Das haben wir jetzt freigeschaltet.
Und dann kriegen wir später ein Item wahrscheinlich, womit wir endlos unter Wasser atmen können. Dann super. So, was können wir hier jetzt? Machen wir das mal. Und die Dinger hier. Falli, fällt mir jetzt gerade ein. Kannst du mir nochmal den Dingens zu deinem Spiel schicken? Was ich wollte jetzt eigentlich ausprobieren, so im Stream. So ein bisschen testen, so vielleicht ein paar andere Demos auch noch. Bin jetzt aber ein bisschen, sage ich jetzt mal, faul, den kompletten Chatverlauf nochmal durchzugehen. Und hi Paschi, wie geht's dir? Ich bin hier. Ach, hier geht's raus. Okay. Hey! Bin jetzt gestorben? Ja, ich bin gestorben. Warum geht's so scheiße, Paschi? Wegen dem, was die letzten Tage Thema war, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, ob ich darüber öffentlich reden darf. Hat das aber damit zu tun? Oh, rechtes Ohr sitzt. Achso, also Mittelohrentzündung oder? Oder was genau? Jo, danke dir, Falli. Hab ich gerade gesehen, hast du mir geschickt. Dann mal gucken, ob ich Samstag oder Sonntag das mal ausprobiere. Aber ich will es dieses Wochenende endlich mal ausprobieren. Ich will dieses Wochenende mir mal wieder Zeit nehmen. Dass ich meine Streaming-Zeiten auch wieder hinkriege. Und regelmäßiger schaffe. Aktuell schaffe ich das irgendwie auch nur einmal die Woche irgendwie mit dem Stream. Achso, Arzt sagt, das. Okay. Mit dem Ohr. Da sitzt was drinne. Okay, dann ich wünsche dir dann auf jeden Fall da gute Besserung. Ich kenne mich da gar nicht mit aus, wenn da irgendwas im Ohr drin ist. Samstag oder Sonntag, wenn dann aber zwischen halb und um 10. Also halb 10 oder 19. Okay. Morgens, abends oder wann? Wann wäre die Uhr? Einen Moment, ich mache mir eben die Dose hier auf. Das war nur ein Geräusch. So, okay, hm.
Okay, dann werde ich dein Spiel ungefähr 21:30, 22 Uhr anfangen. Dann mal gucken, ob ich da ihm was anderes zocke, Demos mache oder irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich habe wieder Bock auf Anno. Ich habe aber auch irgendwie Bock auf andere Spiele zu spielen, sagen wir mal so. Oder Gothic will ich auch wieder weitermachen, endlich. Den Toten. Okay, der ist von Trinity. Der ist erst kürzlich hier aufgehängt worden. Kann ich ihn losschneiden? Ah! So kriege ich die Schrotflinte. So, und jetzt kommen die Gegner, die ich alle damit neue Ausrüstung halten. Standard Pumpgun der Trinity-Truppen. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Ja, ich könnte auch am Wochenende allgemein mal die Games ausprobieren von Itch. Warte mal. Die ist schön dunkel. Was hätten wir hier? Flüsternde Plage. Eine schallgedämpfte Schrotflinte. Leg sie um. Warte mal, kann ich mich... Ich kann mich immer noch nicht umziehen. Mist. Ich will mich gerne hier mal umziehen. Kann ich da was machen? Abbilder mit einem Seil runterziehen. 5 Stück, okay. Lara, es wäre schön, wenn du wieder Licht anmachen würdest. Dankeschön. Müsst mir Itch eigentlich allgemein mal genauer ansehen, sage ich jetzt mal. Okay, da war irgendwas. Was auch immer. Ich sehe seinen Schatten. Ich kann hier jetzt nicht zielen. Alter. Wo sind sie? Da.
Kannibalen. Es geht weiter. Immer mehr. Alter. Lara, schneller! Ja. Lad nach! Hat sie nachgeladen? Wie viele sind das? Nichts wie weg. Alter, das war jetzt ein kurzer Schock. So, einmal alles nachladen, was geht. Ist hier sonst noch was? Okay, hier haben wir alles. Ich kann es mir schon vorstellen, dass das alles sehr geil klingt. Alles nur über ein alles Ohr voll. Zu hören. Ich kann nicht mehr tragen. Warte mal. Irgendwo über mir unterwegs. Na, sieht schon sehr toll aus hier. Das sollte sich eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Oder die andere Richtung. So, das war's. Was war's? Was habe ich gemacht? Okay, ich habe da unten einen Weg gemacht. Also es war egal, ich muss das Ding selbst drehen. So, hier haben wir einen Schatz. Wanderspinne. Also, ich komme hier nicht hoch. Und da lang. So. Hier haben wir eine Falle. Nein! Ah.
Wieso haut die zu, statt durchzuschneiden? Da war doch das Y-Symbol. Sind sie weg? Oh, das war aber knapp. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Ja, erstmal selber losschneiden. Oh, gibt's Öl? Ist doch Öl, oder? Ja. Obwohl halt kein Öl. Irgendwie was? Nope, hier gibt's nichts. Okay. Hier das könnte die Schatulle sein. X-Chell und Chuck-Chell schützen die Schatulle. Lass mich raten, du musst hier hin. Natürlich, der hat mich gebracht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alter. Die müsste aber auch einen erschrecken. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Apropos, kann ich das Ding jetzt hier aufbrechen? Okay, das kann ich aufbrechen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Fließendes Wasser. Muni! Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich glaube, ich brauche fließendes Wasser am Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Also Gefühl, gleich kommen wieder welche. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, das habe ich soweit verstanden. Ja. Oh. Ich glaube, ich sehe, was ich zuerst hätte machen sollen. Hier erstmal den Weg nach oben bahnen.
geht das? Okay, das reicht. Okay. Alter, machen mir diese Viecher hier Angst. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Okay, das müsste reichen, glaube ich. Also wir kommen jetzt an dem da oben ran. Langsam wird das hier was. Okay, ich habe ihn gehört. Ich glaube, die kommen gleich wieder. Ja, das war's. Fast fertig. Da oben war jemand. Bloß alle. Erstmal in die Eier. Alter. Mist. Jetzt erst, woher kommen die alle? Und wo muss ich jetzt als nächstes hin? War der Weg vorher auch auf? Ach stimmt, von hier kamen wir. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Elster Blick, da leuchtet was. So, und jetzt? Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Okay, wo muss ich da dafür hin? Scheint was auch zu sein. Ah, okay. Ich muss aber auch ehrlich sagen, hier ist er richtig gruselig. Bei den Viechern. Da bewegen die sich hoch. Ich habe so ein Gefühl, ich spiele jetzt gerade ein Horror-Game. Alter!
keine Muni mehr. Oh, Muni. Wo höre ich welche? Da oben vielleicht? Komm ich da hoch? Ich hab gewusst. Ich hab's gewusst. Kommt noch einer? Ich habe so ein Gefühl, da kommen gleich wieder welche. Ich nutze vielleicht mal die Sonne dran. Dreht sich nicht. Okay, was ist denn da los? Warum dreht er sich jetzt nicht? Ich sehe schon. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Hi, Smiles. Alles klar? Wie geht's dir denn? Oder darf ich Cookie sagen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, muss ich hier durch? Nee, gerade nicht, was ich machen muss. Wie geht's dir, Crookie? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, bei mir soweit erstmal ganz gut. Warum bewegt sich das Ding jetzt nicht? Was muss ich da machen? Cookie ist gut, okay. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, ich weiß, fließendes Wasser, aber das Ding bewegt sich nicht, hast du selber gesagt. So. Sorry, ich bin gerade ein bisschen, verwirrt, ein bisschen überfordert, was ich hier machen muss. Du hast das Level gehasst. warum wohl? Weil es auf einmal vielleicht Horrorelemente hat. Vermute ich mal. Dreht sich nicht. Was soll ich machen? Du hattest dasselbe Problem. Ich habe welche gehört. Bin ich denn hier? Das Seil konnte ich nicht benutzen, okay. Dasselbe Problem wie ich. Ja. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, es wäre schön, wenn Lara einem mal kurz erklären würde, wie kommt man überhaupt zum fließenden Wasser? Ja. Hier,
wird es doch einen Weg geben. Wie lange ist das bei dir her, Crocky? Wo du das gespielt hattest? Bei mir ist das auch eigentlich Jahre her. Also ich, ist nicht das erste Mal. Aber ich sag so, das meiste habe ich auch vergessen. Irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, oder nicht? Alter, diese Grunzen macht mir Angst. Zum 19. oder 20. Geburtstag? Da kann es auch nicht so lange her sein, oder? Vielleicht jetzt bewegen, weil das Ding da... dreht sich nicht. Warte mal. Okay, hier gibt's auch nichts zum Weiterkommen. Alles klar, Paschi, dann viel Spaß bei der EM. Jetzt sieht das so? Da bin ich einfach nur doof. Vor allem, das hier muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass man hier so durchschießen kann. Oder durchgucken. Kommt man auch nicht hoch. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, es wäre schön, wenn du mir mal einen Tipp geben könntest, was ich machen soll. Hier, die Dinge kann ich auch nicht aufschießen. Alles klar, dann viel Spaß mit Shay. Und lass ihr auf jeden Fall schöne Grüße da. Und ärgere die mal ein bisschen für mich mit, ja? Vielversprechend. Vielversprechend? Was heißt hier jetzt vielversprechend? Ah, es füllt sich hier mit Wasser. Das soll das heißen. Okay. Haben hier noch welche? Das heißt, ich kann das jetzt bewegen. Dreht sich nicht. Immer noch nicht. Ich fühle mich ein bisschen doof.
Verstehe ich einfach nicht, was ich machen soll. Ich verstehe das einfach nicht gerade. Ich höre die ganze Zeit irgendwen hier laufen. Jetzt geht das Wasser hier wieder runter, oder? Fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, das habe ich soweit verstanden. Ich würde nur gerne wissen, was ich machen muss. Oder wie ich es machen muss. Irgendwo einen Anhaltspunkt geben, oder? War da unten was? Ja, da war Loot. Hat einer vielleicht einen Tipp für mich? Irgendwie von den Zuschauern vom Chat. Ich könnte jetzt wirklich einen Tipp gebrauchen, weil ich komme gerade echt nicht drauf. Fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, das hast du jetzt tausendmal gesagt. Es wäre aber schön, wenn ich da einen Tipp kriegen würde oder sowas, Lara. Weil meine eigenen Gehirnzellen reichen anscheinend für das Rätsel nicht aus. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Kann ich das da vielleicht hochklettern? Hier waren wir ja schon. Da gab es ja nichts. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Dreht sich nicht. Ja, aber warum? Warum dreht es sich? Was soll ich machen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lara, das haben wir schon verstanden. Warte mal. Hey. Ernsthaft?
Die haben wieder was anderes gespielt, das heißt, die kommen jetzt wieder. So, diese gruseligen Viecher, ey. Treffen tun die mich nicht, oder? Weg. Wo sind noch welche? Alter, die Viecher machen mir echt Angst hier. Aber das hat auch lange gedauert, das rauszufinden, was man da macht. Hm? Mist, das ist ja eine Armee. Ja. Wo kommen die her? Jetzt ernsthaft, wo kommen die alle her? Kommen da noch welche? Oder war es das? Okay, ich höre hinter mir wohl rumlaufen. Autsch. Da oben. Ich habe gerade keine Muni mehr. Die Viecher sind aber auch echt gruselig. Wer ist das jetzt? Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren.
Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Ich werde von denen jetzt nicht gefressen. Alter, Angst, Panik. Nein? Oh, das war knapp. Alter, und auch teilweise über den Kopf klettern die da die Felsen entlang. Nein, nein, weg, 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 weg. Zurückkehren mit leeren Händen, ja. Ich hoffe, die schwimmen jetzt nicht hinterher. Hi, Kairo. Du hast zum Glück das Schlimmste verpasst. Da habe ich wirklich die ganze Zeit irgendwie Panik gehabt, Angst gehabt. Das waren aber auch echt widerliche Kreaturen. Endlich. Geschafft. Okay. Zum Glück sind wir die losgeworden. Das nehmen wir mal mit. Das Gift. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber Kairo, wie geht's dir so? Boah, ich muss bei dir auch mal endlich wieder schaffen, reinzuschauen. Ist aber halt aktuell ein bisschen schwierig. Hatte ich den anderen auch schon vorhin erzählt, so, weil ich plane ja schon mittlerweile meinen Umzug und Wohnungsbesichtigung und so weiter finden statt. So, und mal gucken, ob ich auch die Wohnung kriege. Kairo, auf jeden Fall, es wird ein Tag kommen in nächster Zeit. Da werde ich dich auf jeden Fall über eine Stunde mit sehr, sehr unangenehmen Fragen nerven, sagen wir mal so. Und ich sag aber so, das könnte helfen. Das Endresultat wird dir auf jeden Fall gefallen. Es sei denn, du magst KI nicht. Ja, das mache ich aktuell für mehrere Creator und Streamer und so. Und da hatte ich auch
an dich gedacht. Aber wann oder was genau dann Thema wird und so, wirst du dann erfahren, wenn es soweit ist. So. Also, ich sag mal so, bisher diejenigen, die ich das angetan habe, die haben sich alle gefreut. Hatten zwar auch am Anfang Angst gehabt und so, was sich da antut, aber jeder hat sich gefreut, jeder Einzelne. Also, kannst du mal so sehen, ob du das willst oder nicht, dass es so eine Art zweischneidiges Schwert ist. Du willst es, aber du willst es auch gleichzeitig irgendwie nicht. Ey, ich werde definitiv Bescheid geben. Aber wann? Das wirst du nicht so früh erfahren. So. Hä? Wo springt die hin? Ich drück nach oben und die springt nach rechts. Hä? Jetzt hat er gefunzt. Und gerade nicht. Nein. Zur Seite springen. Alles klar, viel Spaß in Minecraft. Und danke für den Lurk. So. Machen wir das? So, erstmal ordentlich Schwung holen. Wir das jetzt nicht noch einmal machen müssen. Alles voll. Ich kann nicht. Ja! Oh nein, wieder Kopf über. Ja. Hä? Warum willst du manchmal einfach nicht? Weg. Immerhin das Schlimmste. Immerhin das Schlimmste haben wir hinter uns. Mit diesen Kreaturen. Kann ich die auch erschießen? Krieg ich dafür Punkte? Ich lass die mal. Ich gronke hier keine Tiere. Ist das hier überhaupt richtig? Ja. Ah, ja, okay. Wahrscheinlich kaputt machen erstmal. Und durch.
hier sind wir wieder. Im Piranha-Becken. Autsch. Werde ich los? Okay, wie werde ich Piranhas los? Toll, ich darf das nochmal machen. Ah ne, wir sind hier direkt vom Wasser. Okay, ich dachte schon. Die verborgene Stadt. Nun sind wir wieder hier. Oder? Sind wir hier? Ah, okay. Jetzt muss ich das alles wieder einstecken. Die Rebellion lebt, zu Unuratus zu Hause zurückkehren. Hä, warum hat die jetzt wieder das? Ja, egal. So, Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind, es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. So, okay, ich guck mal, was ich hier jetzt nochmal investiere. Wingen des Adlers, erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Hatten wir das nicht vorhin gekauft? Oder hatten wir... Doch, das wollten wir kaufen. Und was ist das? Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Machen wir das. Was ist das da? Wir brauchen auf jeden Fall größere Taschen für mehr Munition. Und ich würde dann jetzt nach dieser holprigen Mission gerade nochmal ein kleines Bäuschen machen zur Beruhigung. Und dann sehen wir uns gleich wieder.